Hallöchen, Hallöchen, Hallöchen. Willkommen zurück zu Seville. Wir sind hier in dem Theater und haben gerade mit der Halo gesprochen, nicht Halo. Hier haben wir ein Grammophon. Und sie probt und will uns deshalb keine Autogramme geben. Das ist natürlich scheiße. Das Grammophon hat einen Münzschlitz. Offenbar verlangt ein gieriger Mensch bare Münze dafür, etwas klanglichen Kitsch aus diesem Apparat zu bekommen. Ich bin kein Mensch. Und Kitsch machen wir hier auch nicht, sondern feinste, klassische Musik. Was? Es spricht? Hey, der Apparat kann ja sprechen. Du bist ja eine richtige Schnellmerkerin, was? Wenn du jetzt noch schnell merken würdest, dass man da Geld einwerfen muss. Oh, wir hatten vorher ein Kupferstück, aber nun leider nicht mehr. Ha, ein Kupferstück. Willst du mich beleidigen? Unter einem Gold geht hier gar nichts. Vielleicht auch ohne Geld, bitte. Könntet ihr nicht vielleicht auch ohne Geld für uns spielen? Bitte. Bitte. Schätzchen, kannst du dir die Lizenzgebühren vorstellen, die wir für ein Lied zahlen müssen? Die sind höllisch, sag ich dir. Okay, kurze Kostprobe. Könnten wir vielleicht eine kurze Kostprobe haben? Kostenlos gibt's gar nichts. Geiz ist nicht geil. Kann man die Lieder auch übers Internet kaufen? Kann man die Lieder auch übers Internet kaufen? Natürlich. Aber nur im kopiersicheren Schwurbelformat. Für das es keine Abspielgeräte gibt. Oh, super. Hey, geil. Mit welchem Wicht reden wir eigentlich? Mit welchem Wicht reden wir hier überhaupt? Mein Name ist Diablo. Diablo? Diablo Belzebub. Marketing- und Promotional-Manager des höllischen Sinfonieorchesters. Okay. Der Name kommt mir seltsam bekannt vor. Dein Name kommt mir seltsam bekannt vor. Welcher? Diablo? Nein, Belzebub. Ja, meine Familie ist höllisch bekannt, wenn du verstehst, was ich meine. Können wir uns dann die Musik eigentlich aussuchen? Können wir uns dann Musik aussuchen? Das höllische Symphonieorchester spielt lediglich klassische Musik. Höllisch gute, versteht sie. Natürlich, natürlich. Wir müssen dann wieder los. Bis bald. Ja, ja. Kommt wieder, wenn ihr ein Gold habt. Ja, 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 ja. Wir brauchen... Alle wollen sie Geld von uns. Alle wollen sie Geld. Geht's hier irgendwie noch weiter? Nee, scheinbar nicht. Ja, dann hat uns das ja voll viel gebracht jetzt hier. Wir können natürlich mal probieren, ein paar Sachen... Die Maus mit ihr zu benutzen. Vielleicht können wir die Schauspielerin auch mit der Maus erschrecken. Das hat ja schon bei der Fee wunderbar geklappt. Genau. Also wenn ich mir die Schauspielerin so ansehe, dann bezweifle ich, dass sie Angst vor Mäusen hat. Sie macht eher den Eindruck, als ob sie sich täglich rasieren müsste. Naja, jetzt wo du es sagst. Aber wir können... Säule? Eine ganz normale, langweilige Säule. Überhaupt nichts Besonderes. Warum schauen wir uns diese langweilige Säule überhaupt an? Sie ist doch wie jede andere, oder? Ich habe nicht die leiseste Ahnung, warum wir mit einer Säule unsere Zeit verschwenden. Weil da Risse drin sind. So, wir können ja vielleicht zeigen, was wir von ihr halten. Tomatentheater, auf die Idee komme ich dann auch noch von selber. Bühnengrabscher. Ach, welch miserable Vorstellung. Am besten werde ich einmal meine Meinung zum Ausdruck bringen. Na? Hey, wie könnt ihr nur? Ich bin die großartige Halo. Man bewirft mich nicht mit Tomaten. Halo auf einmal. Seht euch nur mein Kleid an. Das muss dringend gereinigt werden. Aha, jetzt geht sie also. Wie uns das hilft, weiß ich noch nicht genau, aber es war lustig. Jetzt können wir den Bühnengrabscher nehmen. Damit kriegen wir vielleicht die Leiter runter draußen im Vorraum. Die Kordel ist nix. Ich vernehme Schritte. Ich nehme an, diese Schauspielerin kommt zurück. Aha. Ein ziemlich hübsches Bühnenbild, nicht wahr? Höchstens, wenn man an dem Baum noch jemand aufgeknüpft hätte. Oh, was? Nimm ein Taschentuch. Das nehmen wir ihr erstmal weg. Ich glaube, ich nehme es ihr besser gerade nicht weg. Ach so, dann nehmen wir es ihr nicht weg. Rede mit am Boden zerstörter Schauspiel. Oh nein, was haben wir getan? Ich fasse es
nicht, dass ich schon wieder so schreckliche Kritik einstecken musste. Man hat mich mit Gemüse beworfen. Meine Sangeskünste kommen immer super an. Aber wenn ich auf der Bühne stehe und schauspiele, dann hagelt es vernichtende Kritiken. Hör doch bitte auf zu weinen. Du bist eine gute Schauspielerin. Hör doch bitte auf zu weinen. Du bist eine gute Schauspielerin. Wirklich? Ja. Darf ich dein Taschentuch haben? Aber ja. Aber ja. Danke. Das baut mich etwas auf. Bin ich wirklich eine gute Schauspielerin? Natürlich. Natürlich. Danke. Du bist wirklich ein toller Fan. Aber ich muss schon zugeben, das Schauspielern liegt mir nicht so im Blut wie das Tanzen. Ich bin sicher, du bist eine... Wir sind mal total lieb zu ihr. Eine meisterhafte Tänzerin. Ich bin sicher, du bist eine meisterhafte Tänzerin. Haha, Taschentuch hat sie weggelegt. Tschüss. Oder? Danke. Ich würde dir das gern beweisen. Allerdings geht es ohne Musik schlecht. Wenn ich musikalische Untermalung hätte, könnte ich dir einige meiner famosen Pirouetten vorführen. Wollen wir das? Ich weiß es nicht. Aber jetzt können wir das Taschentuch nehmen. Das können wir vielleicht dem Typen draußen geben, der so krank ist. Aber jetzt probiere ich erstmal mit dem Grabscher hier die Leiter runterzukriegen. Yes. Na dann mal hoch da. Seville guckt nur hinterher, oder? Kommt er auch? Er zuckt ein bisschen. Er zuckt. Aber er bleibt stehen. Aha, jetzt sind wir hier. Bedienungsanleitung. Die Bedienungsanleitung für das Licht. Erst den kleinen Nippel durch die Lasche ziehen und so weiter. Bla bla bla. Ah, hier unten wird's interessant. Mit der Steuerung kann das Licht in alle vier Richtungen bis zu einem gewissen Winkel bewegt werden. Toll. So aufschlussreich ist das jetzt aber nicht. Nee. Was? Kann ich die anstrahlen? Hallo? Nicht so... Hä? Was? Was ist jetzt passiert? Eigentlich nach vorne wollte ich eigentlich. Ich kann die aber nicht wirklich anstrahlen. Das trifft nicht so ganz. Das müssen wir wahrscheinlich eh später machen. Kann ich auch wieder raus? Achso, da wahrscheinlich. Dann geht das Licht sowieso wieder aus. Okay. So, Ein ziemlich hübsch. Seville ist nicht da, der kann ja nicht antworten, Lilly. Dann gehen wir wieder runter. Und schauen wir doch mal, ob wir diesem Typen, der da hinten vor der Tür steht, das Taschentuch geben können. Können wir uns erstmal angucken, vielleicht, wenn Lilly stehen geblieben ist? Ein Taschentuch. Es sieht benutzt aus. Vielleicht können wir es abwaschen vorher? Nein. Nein. Dann nicht. Hui, Zoom. So, dann gucken wir mal, ob wir das. Nein, nicht die Seville-Statue. Ratshalle. Taschentuch vielleicht. Vielleicht hilft ihm das und er gibt uns dafür die Brechstange oder so. Na, oder ein Gold. Das wäre mir noch lieber. Ah, vielen Dank. Genau das, was ich brauche. Kann ich jetzt die Brechstange nehmen? Tut mir leid, aber... Können wir uns die... Nun ja, da ihr so freundlich wart und mir ein Taschentuch gegeben habt... Aber dass ihr sie mir auch ja wiederbringt. Ja, aber natürlich. Soll ich dich ab nun Mrs. Freeman nennen? Diese Anspielung, das war jetzt eine Half-Life-Anspielung. Die sind ja cool. Ich verstehe nicht die alle. Tür zum Tisch, ja, da will ich ja gar nicht hin. Jetzt haben wir eine Brechstange. Kann ich vielleicht hier... Der Münzbehälter ist zu gut gesichert. Da komme ich nicht ran. Seville, du willst doch nicht wirklich den Wahrsagerautomaten aufbrechen, oder? Ich sagte doch gerade, dass es nicht geht, oder? Oder vielleicht den Snackomaten aufbrechen? Nein. Schade. Mäntel? Hier hängen einige Mäntel.
Sieht nach Abendgarderobe aus. Ich schätze, dass einige vergessliche Besucher dieses Etablissements einen kalten Heimweg hatten. Zumindest hoffe ich das. Ich habe die Automaten hier aufstellen. Da knallt eine Tür im Flur, ein Spiegel. Schau mal, Seville, ein Spiegel. Ich kann mich selbst darin sehen. Yeah. Eine Frau und ein Spiegel. Ich glaube, dass wir an dieser Stelle für die nächsten 2 bis 3 Stunden unterbrechen müssen. Gehen wir weiter. Du alter Grießkram verdirbst mir die Laune. Kann man jetzt hier irgendwas an dem Hebel, an dem Bühnenbild verändern? Was tut sich denn da? Tut sich das gar nichts. Das Bühnenbild ist nun wieder statisch. Ach so. Ah, okay. Das hat sich... Es bewegt sich und dann wird es statisch. Die braucht Musik. Kann man die vielleicht... Wenn nur etwas Musik laufen würde, dann wäre ich bereit zu tanzen. Wenn nur etwas Musik laufen würde... Ja, wo soll ich denn jetzt Geld herkriegen? Das können wir denn mit der Brechstange machen. Warum können wir den nicht einfach benutzen? Er sagt, es ist Abzocke und deshalb will er den nicht benutzen oder wie oder was? Ob ich hier noch irgendwas mitmachen kann? Es gab ja auch keine Ansage, was zu tun sei. Ich komme auch nicht von der Bühne runter, oder? Auf das Grammophon? Nee. Ist das so komisch zu steuern? Hallo? Wo ist er denn da? Ich weiß nicht, was ich hier tun soll. Das ist das große Problem. Scheint so total random zu sein, wie sich die Dinger bewegen. Also ich muss irgendwas damit machen, aber ich habe keine Ahnung, was. Das Spiel sagt mir auch nicht, was zu tun sei. Das sieht halt so aus, als sollte das dahin, aber... Aber das geht doch nicht. Warum denn nicht? Was sollte das nutzen? Ich habe keine Ahnung. Lieber nicht. Das lasse ich. Wieso denn? Ich weiß es nicht. Besser nicht. Was, öffne die Maus? Ach, Otto, die Maus. Tja. Bringt uns also noch gar nichts und die will Musik haben. Die Bedienungsanleitung für das... Ah, hier unten wird's interessant. Mit der Steuerung kann das Licht in... Alle 4 Richtungen... Bis zu einem gewissen Grad... Vielleicht Kleber auf den Stuhl machen? Nee. Ich dachte, wenn die sich dann... Ach, die zieht sie ja nicht nochmal um. Hätten wir sie auf dem Stuhl sitzen lassen können oder so? Können wir das da in den Spiegel hängen? Nein. Ah. Also die redet auch nicht mehr mit uns. Diese Zoom-Fahrt ist sehr schön immer, aber sie hilft uns nicht weiter. Ein Teil der Bühnenbeleuchtung, würde ich sagen. Aber auch kein weiterer Hinweis dazu. Ach, Falltür. Eine geheime Falltür. Das hört sich doch nach mehr Spaß an, als ich gedacht habe. Vielleicht würde mir eine Aufführung doch Vergnügen bereiten. Ich hoffe, der Grund ist, dass du dich für die Kunst interessierst. Da ist also eine Falltür. Können wir die vielleicht aufbrechen? Aber das geht doch nicht. Wieso denn nicht? Falltür, Brechstange, ich finde, das geht wunderbar. Wo kriegen wir denn ein Gold her? Ha. Wahrscheinlich müssen wir sie dann mit dem Licht irgendwie, wenn sie tanzt, auf die Falltür locken, dann fällt sie da runter und dann ist sie weg. Dann haben wir sie. Souffleurkasten. Ein Souffleurkasten? Meist nur dazu gut, betrunkene Schauspieler durch das Stück zu retten. Findest du nicht, dass du etwas zynisch bist? Etwas. Vielleicht. Ein bisschen. Aber nur minimal. Tja...
Hui. Der brechen, ne, wir brauchen jetzt nicht vorne aufbrechen, das macht ja keinen Sinn. Brechstange, Brechstange. Haben wir irgendwo, wo irgendwas verschlossen ist? Ist im Feenhaus irgendwas zu? Vielleicht der Schrank, aber den will er gar nicht aufmachen, oder? Was sollte das nutzen? Ja, dann ist der Schrank offen. Lieber nicht. Wollen wir das runterholen? Aha! Wollen wir mal schauen, was in der großen Kiste drin ist. Sieht aus wie Flügel. Die Kiste ist nun ziemlich leer, nachdem wir uns damit beschäftigt haben. Wie, die ist leer? Was war denn da drin? Ah, Silikonflügel. Silikonflügel? Igittigittigitt. Kann man die irgendwie schon... Das lasse ich lieber. Kann man die anziehen irgendwie? Ich wusste doch, dass die nicht echt sind. Was denn? Die Flügel natürlich. Okay, Flügel haben wir. Wir brauchen noch... Was brauchen wir noch? Ein Kleid? Und ein Zauberstab. Vielleicht können wir auch mit dem... Nee, nicht Blume. Nein, nicht Blume. Vielleicht können wir mit diesem Dings da am Fenster den Zauberstab von der Fee runterprökeln. Das wäre ja super. Mal schauen, ob das klappt. Es erscheint mir äußerst... Nein, du sollst auch... Oder mit der schlafenden Fee. Ein guter Plan. So könnte ich mir den Zauberstab vielleicht besorgen. Genau. Naja, aber so kannst du ihn nur hin und her schubsen. Stimmt, da wacht sie bestimmt auf. Es wäre besser, wenn ich ihn irgendwie angeln könnte. Ach, hab ich die Brechstange genommen? Stimmt. Oder muss ich ja Kleber drauf machen? Eine klebrige Angelegenheit. Aha, klebriger Bühnengrabscher. Haha, ich dachte eher durchs Fenster, aber gut, mach's halt von da. Zeig mir das Interieur, nicht von draußen. Action-Cam. So, jetzt haben wir einen Zauberstab. Der Zauberstab der guten Fee. Was sich damit alles für bösartige Dinge anstellen lassen würden. Okay. Dann gehen wir nochmal runter zu denen. Was fehlt jetzt noch? Fehlt noch das Kostüm oder was fehlt noch? Schnarch. Ich hoffe, dass dieser Basilius... Besser, ich ziehe mir noch schnell die Errungenschaften an. Ja, genau. Bin mal gespannt, wie er aussieht. Halt! Niemand darf passieren! Hat er gar nicht an. Was sind gleich wieder... Ich habe es leider... Ach, sei... Na gut. Flügel? Sehe und staune. Ich habe Flügel auf dem Rücken. Stimmt. Er trägt... Sehe ich gar nicht. Das allein reicht aber noch... Was noch? Einen Zauberstab? Ich habe einen in der Hand, wie du siehst. Kannst du mir damit vielleicht... Sei still, du... Was fehlt dann noch? Und ein passendes Feenkleid, das du nicht hast. Also fehlt dir noch etwas? Ganz genau. Und somit... Okay. Wir müssen weiter... Wunderbar, dann kann ich endlich wieder von... Ich habe gar nicht gesehen, dass du Flügel anhattest, Civil. Also von daher war das nicht so schlimm. Können wir den Vogel vielleicht da runterholen? Wieso denn bloß? Weiß ich nicht, Vogel runter. Ich besser nicht. Oder den einen überziehen? Blut und Morde. Civil, du sorgst noch dafür, dass das Spiel indiziert wird. Das wollen wir ja nicht. So, Kreuzung. Okay, was? Ercolio? Du bist immer noch in Mittagspause, wa? Oder bist du mittlerweile nicht mehr? Ercolio, Ja. Tschö. Wo geht's raus hier? Da, müssen wir den Pixel finden, an dem der Ausgang ist. So, wir müssen die also irgendwie zum Tanzen bringen. Wo kriegen wir denn jetzt... Ein Gold her, verdammt. Hallo. Hallo. Ah, ihr seid es. Ja. Kann ich noch... Hat die Ratsversammlung schon begonnen? Nein, erst... Was sind die Glocken? Wir haben befriert... Danke. Verschiedene Bekanntmachungen aus der weiten Ferianis-Welt. 100 Dalmatiner abzugeben. Okay. Einen wollt ihr behalten, oder was? Nein, nicht vorne. Hinten. Nein, nicht vorne! Hinten.
Warte, den Zauberstab hier? Nein. Nein. Ich sagte... Warum kann ich denn da... Ich will Gold haben. Gebt mir Goldstücke. Wie kriegen wir die denn zum Tanzen? Also klar, wir tanzen kriegen mit einem Stück Gold. Wo kriegen wir ein Stück Gold her? Das und weitere Antworten finden wir vielleicht in der nächsten Folge, obwohl ich ein bisschen dran zweifle. Ich danke euch fürs Zusehen. Ich hoffe, ihr hattet viel Freude und bis zum nächsten Mal bei Civil. Tschüsschen!